Das Video zur Apple Watch Ultra ist ein bisschen aus den Fugen geraten und ultra lang geworden. Da musste ich den Teil mit den Armbändern kürzen und ich dachte aber, wäre irgendwie schade, wenn wir da nicht länger drüber sprechen würden, weil es gibt wirklich viel zu bereden. Neues Uhrendesign verlangt nach neuen Armbändern, vielleicht passen alte Armbänder. Darum ein separates Video noch, wo wir in aller Länge und wieder vermutlich ultralang über Armbänder sprechen für die Apple Watch Ultra. Die gute Nachricht gleich zuerst, die alten Armbänder passen weiterhin. Die Faustregel bei Apple Watch Armbändern ist ja einfach, Armbänder für die kleine Uhr passen zu den kleinen Uhren, Armbänder für die große Uhr passen zu den großen Uhren. Genau, alle Armbänder, die je an die große, die 42, 44, 45 mm, hat ja da immer ein bisschen geändert, sind immer ein bisschen größer geworden und jetzt an die Ultra mit 49 mm passen untereinander und sind mehr oder weniger kompatibel. Kompliziert wird es einzig, wenn man Armbänder für die Ultra an die normale Series 8, 7, 6 machen möchte. Da spürt man einen feinen Unterschied, habe ich im anderen Video das schon vorgeführt. Wenn man mit dem Daumen drüber fährt, sieht man es ein bisschen, dass es übersteht. Aber das wollen wir jetzt nicht alles nochmal erzählen, sondern ich habe meine Lieblingsarmbänder für die Ultra mitgebracht. Ja, ich habe schon fleißig rumprobiert, was funktioniert ein bisschen schlechter. Und ich würde sagen, wir schauen uns die Armbänder der Reihe nach durch. Ich probiere alle an und ihr könnt mal schauen, was funktioniert und was spannend ist. Mein großer Favorit für die Ultra ist mein ältestes Armband, das von 2015, das Stahl Link. Ja, es ist Stahl, die Ultra ist aus Titan, aber ich finde, die Kombination passt trotzdem sehr, sehr gut. Ich habe es auch letztes Jahr bei meiner Series 7 aus Titan, habe ich immer das Stahl-Link getragen. Ich habe es wirklich seit 2015 nicht mehr so oft getragen wie seit der Series 7 mit Titan. Da hat es einfach sehr, sehr gut dazu gepasst, hat mir sehr gut gefallen. Aber wir wollen noch andere Armbänder anschauen. Schnell Wechselpause. Ja, das ist ein bisschen ein Gemurks, das Stahlarmband aus der Apple Watch Ultra rauszunehmen. Es verkeilt sich manchmal ein bisschen, liegt aber mehr daran, dass es schon ziemlich alt ist, aber es passt trotzdem noch. Schauen wir als nächstes mein langjähriges Lieblingsarmband, das Milanese Armband. Das kann man nicht genug loben. Das ist so gut gemacht von Apple. Erstens lässt es sich halt dadurch, dass es hinten magnetisch ist, dass es sich millimeterpräzise anpassen. Der Arm ist ja den ganzen Tag über nicht immer gleich dick. Da ist es super, wenn man das ein bisschen anpassen kann. Montage. Weil es sehr ein filigranes Armband ist, wirkt es an der Ultra ein bisschen gar fein, finde ich. Hat aber so ein bisschen, wenn man schaut, erinnert so ein bisschen an Taucheruhren aus den 50er, 60er Jahren. Hat also so einen gewissen Retro-Charme, was das Armband eh schon hat und an der Ultra noch mehr. Und eben hier kann man es halt wirklich super präzise verstellen, wie man es gerne hätte. Zack, zack. Und es hält auch sehr gut. Ich war neulich Turmspringen damit. Nicht an der Ultra, noch an der Series 7 war es. Und da muss man sich keine Sorgen machen. Der Magnet hält wirklich bombig. Ganz ein gutes Armband von Apple. Schnell ein bisschen Ordnung machen. Dann das Armband, was alle am meisten Wunder nimmt, sind natürlich die Solo Loops. Das sind geflochtene Solo Loops, das sind diese Armbänder, die Apple ja ohne Schließe- und Anpassmöglichkeit anbietet. Der Kollege Jean-Claude Frick ist auch ganz großer Fan davon. Machen sich alle ein bisschen Sorgen, passen die jetzt noch an die Ultra? Und ich muss sagen, es passt immer noch perfekt, dass das Black Unity das ganz schön ist, finde ich. Sie sind halt einfach super bequem, auch diese geflochtenen Bänder. Die Leute fragen immer, sie sind ein bisschen teuer, ja, aber sind auch super bequem. Ich finde, sie sind so die Jogginghose oder die Skisocken unter den Uhrenarmbändern. Nicht die elegantesten, aber einfach super bequem. Man vergisst praktisch, dass man eine Uhr trägt. Gerade wenn man sie in der Nacht trägt, ist das wirklich super bequem. Oder wenn man arbeitet, weil man halt nirgendwo mit einer Schnalle aufschlägt oder so. Gerade wenn man viel schreibt, ist es wirklich super bequem. Und ich finde, das passt super zur Ultra.
Jetzt habe ich schon die ganze Ordnung durcheinander gebracht bei den Armbändern. Schauen wir uns als nächstes die offiziellen Ultra-Armbänder von Apple an. Als erstes das Ocean. Das ist das da. Mit den Löchern drin und diesem genialen Trick. Das Ding da kann man nämlich öffnen. Zack. Aufdrehen. Und dann kann man es um ein Loch verschieben, wenn man möchte. Reinstecken. Zudrehen und zack. Oh, jetzt habe ich es verschwacht. Jetzt ist es seitenverkehrt. Hier muss es rein. So. Jetzt ist wieder geschlossen. Genialer Mechanismus. Montage. Das ist ganz schlau gelöst. Unten kann man das dann nach hinten klappen und dann arretiert es zusätzlich. Es hält die Uhr wirklich bombig. Ich glaube, auch der Kollege Jean-Claude Frick hat es Panzerband genannt. Finde ich super, trifft es genau. Ist wirklich unglaublich robust. Ich mag das Gelbe, ehrlich gesagt, nicht. Das ist das von der Testvariante. Ich habe mir privat das Midnight gekauft, aber das dauert noch einen Monat, bis ich es hier habe. Ist unglaublich gefragt, das Armband. Aber, muss man rückwirkend sagen, verständlich, wirklich. Ganz tolles Armband und auch nicht so überteuert, wie ich anfangs dachte. Ich dachte, was, noch ein Gummiarmband und wieder für 100, das ist schon ein bisschen viel, aber nein, ich finde, geht in Ordnung. Das nächste ist das Alpine Loop, das Kletterarmband mit dem Titanhaken hier oben. Das ist ein bisschen kontroverser, ehrlich gesagt. Es sieht unglaublich gut aus. Im Alltag finde ich es so ein bisschen nicht so bequem wie das Solo Loop. Und vor allem hat es mit dem Haken, hier muss man es immer einhängen. Nehmen wir hier, so. Geschafft, dann hat man es so. Und muss ein bisschen schauen, dass man da mit dem Haken nicht die ganze Zeit aufschlägt am Tisch. Also wenn man es bequem mag, das normale Solo Loop ist die bessere Variante. Aber das hier sieht halt einfach super aus, gerade in Orange passt es. International Orange passt es super zur Uhr. Ich habe einfach ein bisschen Angst, dass es ausleiert mit der Zeit. Dann, wo wir es von Orange haben, was ich sehr viel getragen habe im Test, war einfach ein ganz normales Sportband. Fast Richtung Koralle, dieses Orange hier. Das ist das, was ich im Intro zum langen Testvideo getragen habe. Ich finde, die passen halt auch. Geben so den klassischen Apple Watch Look. Sieht dann wieder aus wie eine normale Apple Watch. Man muss zweimal gucken, ob es jetzt wirklich die Ultra ist oder ob es eine normale ist. War auch ein bisschen Sicherheitsbedenken meinerseits. Wenn ich auch noch die auffälligen neuen Bänder trage, dann sieht es jeder von Weitem, dass ich da schon die Ultra teste. Also gerade die normalen Sportbänder sind einmal mehr ein unglaublich sicherer Griff. Dann die Klettverschluss-Sportloops. Sind so ein bisschen flexibel. Das ist immer kontrovers, wie man sie jetzt richtig trägt. Ich trage sie so, dass man nach hinten wegfaltet. Finde ich sie viel bequemer als so, wie es Apple jeweils vorführt. Ich finde auch, ähnlich wie das Mailänder Armband, die wirken ein bisschen dünn an der Uhr. Weil die Ultra halt schon doch relativ breit ist, aber sind auch immer sehr bequem und lassen sich halt auch millimeterpräzis anpassen, wenn man mal ein bisschen lockerer oder enger haben möchte. So, dann noch das letzte Orange im Bunde, das habe ich mal geschickt gekriegt vom iPad-Ständerhersteller meines Vertrauens, Lululuk, die machen auch Armbänder. Und relativ originelle für die Apple Watch, nicht einfach nur Kopie, Kopie, Kopie. Mit Metallanschlüssen hat die Ultra hin und wieder ein Problem, dass sie verkeilt. Ich muss da noch ein bisschen mehr Übung haben, muss man vielleicht lösen.
jetzt hat's problemlos geklappt. Ich habe es gerade ein bisschen schräg reingehalten. Auf jeden Fall, so sieht's aus. Kostet auch nicht die Welt und gibt der Uhr so einen richtigen Casio-Look. Das hat mir im Test auch sehr gut gefallen, habe ich oft getragen. Gerade orange Armbänder passen wirklich sehr, sehr gut zur Apple Watch Ultra. Dann. Was mir auch gut gefallen hat, ist ein anderes Sportloop, das ein bisschen militärisch angehauchte. Ich glaube, Olive hieß es damals. Das ist immer ein bisschen doof, dass die exakten Farben nicht auf den Armbändern stehen. Muss man dann in der Bandbreite-App jeweils nachgucken, was es ungefähr sein könnte. Unglaublich gute App übrigens. Jetzt habe ich die Uhr verkehrt rum. Vor lauter Schwafeln und Armbänder montieren. Jetzt trage ich es mal so, wie es Apple vorschlägt, nämlich, dass man das nach hinten zu sich zieht. Es geht auch. Ich finde, die Armbänder sehen schöner aus, wenn sie da vorne doppelt sind und nicht da hinten, aber es ist Geschmackssache. Aber ich fand diesen Look auch sehr, sehr gut mit diesem ja leicht militärisch angehauchten Grün. Jetzt aber genug der Klettverschlussarmbänder. Was haben wir noch nicht durchprobiert? Ah, das Magnetarmband. Die mag ich auch außerordentlich. Die passen auch wieder ohne Probleme. Zack. Machen wir dann schnell ein schönes Zifferblatt, was passt farblich. Für ein violettes Zifferblatt mit der violetten Band. Ich finde, die passen auch sehr, sehr gut. Ich fand die immer ein bisschen übermotorisiert für die normalen Apple Watches, weil sie dann mit diesem Pillendesign doch relativ wuchtig sind. Aber jetzt zur Ultra passen sie sehr, sehr gut. Das ist einer meiner Geheimtipps für die Ultra, diese Lederarmbänder. Und weil es gerade so schön violett ist, nehmen wir doch noch schnell nochmal ein Sportband in violett. Ich finde, das ist auch eine ganz tolle Kombination. Passt natürlich jetzt auch super zu. Violetten iPhone, was ich übrigens immer noch in der Hülle habe, ein bisschen zu verstecken, dass es das Neue ist. So, jetzt aber genug der Violett. Wir haben schon ein ganzes Video über Violett gemacht letzte Woche. Jetzt müssen wir da nicht nochmal anfangen. Schauen wir uns noch zwei spezielle Armbänder an. Das hier, dazu habe ich auch mal ein Video gemacht, das ist dieses Cuff-Armband. Nein, es ist nicht das Original von Hermes. Das gibt es ja leider nicht mehr. Hätte ich mir damals kaufen sollen, obwohl es ein Vermögen gekostet hat. Ich bereue es ein bisschen. Jetzt habe ich es wieder verkeilt. Das ist wirklich etwas bei Metallarmbändern, muss man da ein bisschen vorsichtig sein. So, jetzt sitzt es. Anspannen und drin. Gerade diese Cuff-Armbänder sind ja eigentlich für wuchtige Uhren gedacht und die Ultra ist nun mal eine wuchtige Uhr. Und ich finde, hier passt noch viel besser als bei der normalen Apple Watch. So. Ups. Und jemand hat gefragt, funktionieren dann die Sensoren noch? Ja, ja, wir können schnell ein EKG vorführen. Wo ist es nochmal versteckt? Da. Ja, es funktioniert und der Puls ist ein bisschen hoch, aber kein Wunder, wenn ich über mein Lieblingsthema Armbänder spreche. Also, weg mit dem Cuff. Was fehlt denn noch? Haben wir schon alle durch? Ah nein, das Pitaka fehlt noch. Das ist auch ein spezielles Armband, das ist das Carbon-Armband von Pitaka, was ich sehr, sehr gerne mag, weil es sehr, sehr leicht ist. Ist ein bisschen Geschmackssache, ob es einem optisch gefällt und wir müssen jetzt mal schauen, ob es zur Uhr passt. Schwarze Armbänder zu grauen Uhren ist nicht so ideal. Passt besser zu dunklen Uhren. Auch hier muss man wieder schauen, dass es nicht verkeilt. So, mal schauen, ob ich es überhaupt zukriege.
Die Schließe bei den Pitaka-Armbändern ist besser geworden, aber immer noch nicht ganz ideal. Und das ist das alte Modell, da war die Schließe noch nicht so gut, aber mir gefällt es besser so. Aber ich muss sagen, es nimmt das schwarze Zifferblatt schön auf. Und es macht die Uhr halt sehr leicht und sehr tragbar und gibt ihr einen lustigen Look. Also ich mag dieses Armband wirklich, wenn nur die Schließe ein bisschen einfacher gewesen wäre. So. Und jetzt noch mein Armband des Jahres, das Hermes-Armband. Mal schauen, wie sich das schlägt. Das passt auch gleich wieder auf Anhieb. Hier unten müssen wir wieder ein bisschen schauen und zielen. So. Langsam habe ich Übung drin. Ich habe schon so viele Armbänder gewechselt, aber mit den Metallarmbändern muss man immer ein bisschen schauen, dass sie nicht verkeilen drin. Keine Ahnung, woran das liegt. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen das Modell Monte Carlo St. Moritz. Die wuchtige, protzige Apple Watch mit dem teuersten Armband, aber ich finde es gar nicht so schlecht, die Kombination passt eigentlich ziemlich gut und ist halt einfach wieder unglaublich bequem, weil die Hermes-Armbänder so bequem sind. Aber ja, die Hermes-Armbänder sind die Luxus-Armbänder. Ich habe mir das hier für ein kleines Jubiläum hier im Kanal geleistet. Aber ich würde sagen, macht sich auch sehr, sehr gut. Aber klar, meine Favoriten sind das ganz, ganz normale Sportarmband. Das ist einfach super an der Apple Watch. Das Taucherarmband hat sich auch sehr bewährt. Und ich würde sagen, das Stahl. Da habe ich auch mal ein separates Video dazu gemacht. Das ist ja auch ein unterschätztes Apple-Armband, was da an Innovation drin steckt. So, aber jetzt haben wir doch auch wieder 20 Minuten. Ja, zum Glück habe ich das im Originalvideo zur Apple Watch Ultra nicht auch noch eingebaut, sonst wäre es ultra lang geworden. Ah gut, es ist ja schon ultra lang, aber dann wäre es extrem lang geworden. Mal schauen, ob sie das dann noch steigern können. Apple Watch Ultra, Apple Watch Extreme und so weiter und so fort. Also, falls ihr noch Fragen habt zu Armbändern und der Apple Watch Ultra, immer her damit. Falls das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Falls ihr findet, jetzt ist er einmal mehr durchgedreht, so lange nur über Armbänder zu sprechen, Daumen nach unten. Falls ihr noch nicht habt, Abo abschließen, dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos zu Armbändern. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.